So, könnt ihr mich jetzt hören? Jetzt habe ich noch mal was versucht. Hört ihr mich jetzt? So, jetzt könnt ihr mich hören. Okay, gut. Dann weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist der Ton da. Mensch, da habe ich die ganze Zeit mit mir selber hier geredet und ihr habt gar nicht mitgekriegt, was ich hier erzählt habe. Okay, dann fange ich jetzt einfach mal ganz von vorne an. Ich hoffe auch, der Ton ist laut genug und ihr versteht mich auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, auf 100. Diese Geheimnisse werde ich nicht mehr wiederholen. Nee, werde ich auch nicht mehr wiederholen. Doch, ich fange jetzt ganz von vorne an. Also, erstmal, ich habe, glaube ich, noch gar nicht die Quietschis gehabt. Also, erstmal willkommen im heutigen Stream. Ich bin Tanja und hier ist Familie Enterich. So, jetzt muss das hier aber klappen. Mensch, was habe ich denn alles erzählt? Ich habe die Box hier in die Hand gehalten. Genau, das habt ihr, glaube ich, gesehen. Ich möchte mit euch heute My City Roll and Ride spielen. Das ist halt das Roll and Ride Spiel von dem, ich sag mal, von dem großen Bruder. Da gibt es ja das Brettspiel. Und ja, das Spiel ist für 1 bis 6 Personen, geht 20 Minuten, steht drauf, ab 10 Jahre. Ja, Thorsten und ich haben das erste Kapitel gespielt. Ich weiß nicht, ob einer von euch das auch schon gespielt habt, beziehungsweise ob ihr es zu Hause habt, ob ihr jetzt mitspielen wollt. Vielleicht hat der eine oder andere das ja zu Hause. Dann kann man gerne mitspielen. Und es reicht ja, wenn einer würfelt, also ich. Ansonsten zeige ich es euch natürlich und nach dem Spielchen würde ich vielleicht gerne dann noch mal einen kleinen Test machen, ob ich halt dann hier auch so ein React-Video oder sowas machen kann, ob der Ton da richtig eingestellt ist. Und oh, ich muss Familie Enterich noch mal drücken. Ja, gut, mache ich, abgewürfelt. So, ganz zaghaft, damit keinem die Ohren wegspringen hier. Ich versuche mich da immer so ein bisschen dran zu halten. Wurde mal angemerkt, dass man vielleicht ein bisschen leiser quietscht, weil viele ja mit Kopfhörer sich das angucken oder anhören und dann ist das vielleicht zu, ja, zu viel. Oh, jetzt klappt es ja mit den Punkten. Na, jetzt muss ich trinken. Ja, dann ja, Prost Wasser. Ja, super. So, also, ja, dann, was hatte ich gerade erzählt zu My City? Ich habe schon mal so ein bisschen gespoilert, wir haben ja den ersten Kapitel, haben wir ja gespielt, Thorsten und ich, was mir jetzt schon gut gefällt dabei. Habe ja schon einige Roll and Ride gespielt und ich habe das ja, bevor wir das gespielt haben, das erste Kapitel oder ich habe die ersten, ich weiß gar nicht wie viel, nee, ich glaube das erste Kapitel von einem großen Spiel gespielt, damit man halt so einen kleinen Vergleich hat und sich dann auch nichts wegnimmt an Neuigkeiten. Deswegen wollte ich erst das Große anspielen und deswegen haben wir das jetzt erst auf den Tisch gebracht und ja. Was mir bei dem Roll&Ride sehr gut gefällt, ist, dass es sehr anfängerfreundlich ist. Das heißt, ich finde es gut, dass man halt wirklich Kapitel für Kapitel durcharbeitet und immer was dazugekommt und man halt nicht so viel verschiedene Regeln auf einmal bekommt. Also finde ich sehr angenehm. Ist auch etwas, was man abends spielen kann, meiner Meinung nach. Wenn man müde ist, kriegt man das immer noch auf die Reihe. Jetzt habe ich dein Abo gar nicht mitgekriegt. Ja, das kann sein. Ist da auch nichts aufgehört? Hier ist auch nichts. Ich habe auch keinen Ton gehabt. Normalerweise ist hier dann auch ein Ton oder es passiert irgendwas. Habt ihr aber alles an, glaube ich. Oder habe ich das ausgemacht? Das ist ja immer so. Gestern haben wir ja bei YouTube gestreamt und deswegen habe ich hier einiges ausgeschaltet und kann natürlich sein, dass ich es nicht wieder hier angemacht habe. Wobei, doch, da sehe ich jetzt was, doch. Danke für dein Follow. Aber ich habe nichts gehört. Das habe ich sonst gehört. Jetzt habe ich aber nichts gehört. Habt ihr gehört irgendwas? Normalerweise passiert dann ein Ton.
Und den Ton habe ich jetzt nicht gehört. Kann sein, dass ich mir das jetzt ausgeschaltet habe hier. Ich muss mit dem Ton noch mal weiter ja ausprobieren. Also in 20 Jahren werde ich es bestimmt kriegen. So, also, ich möchte ja zurück wieder zu dem Spielchen hier kommen. Ist hier der erste Brettspiel-Hot-Top-Kanal mit Quietschende? Ja, genau, so in der Art. Kein Ton für Follow. Ja, Quietscheente. Quietscheente, normalerweise, also gut, es kommt auch Quietscheentchen Musik, habe ich auch eingestellt. Unten bei den Quietscheentchen Punkten, da müsstet ihr eigentlich was finden. Da habe ich auch einen Ton eingestellt. Ich glaube, wenn das schon freigestellt ist von Twitch. Hallo, Basti erstmal. So, also, ja, ich möchte ja My City zeigen. Und ich werde jetzt einfach mal die einmal wieder. Wo haben wir es denn? Ach so, Basti, dadurch, da du da bist, ne? Hier, ich sag mal, ne? Guck mal, extra für dich. Ich wechsle da mal eben. Du weißt Bescheid. So, gut. Also, nochmal ein kleiner Spaß am Rande. ja, genau. Neue Zähne. Zähne, Zähne, Zähne. Ja. Ich hab's ja jetzt nicht gesagt. So, also ich habe gerade gesehen, Thorsten hat hier diesen Sound Alert Applaus ausprobiert. Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt. Ja, ich glaube, das mit dem Ton wird wohl irgendwie noch Jahre dauern, bis ich das hinkriege alles. Aha, der Ton funktioniert leider auch nicht. Komisch. Das verstehe ich nicht. Mal klappt es nicht. Warum und weshalb, weiß ich nicht. Also richtig eingestellt habe ich es, glaube ich. Komisch. Da habe ich jetzt nichts geändert heute. So, also hier, das ist jetzt das erste Blöckchen. Also wir haben hier, bei dem Spiel haben wir vier verschiedene Kapitel. Und die Kapitel haben immer drei Spiele drin, drei verschiedene. So sieht es aus, wenn ihr das noch nicht habt. Dann musst du das Quietscheentchen-Lied live singen. Ja, das wäre es doch, ne? Da kriege ich doch hier Probleme. Da habe ich da gar nicht das Copyright. Ach, gut, noch mal aus der Affäre gezogen. Aber das Lied kennt ja jeder. So, jetzt. Jetzt schauen wir doch mal erstmal das erste Kapitel. Das ist nicht ganz so schwer. Habt ihr das denn, das Spiel schon mal gespielt? Hier abgewürfelt oder Basti? Habt ihr das Spiel schon mal gespielt oder ist das bei euch? Habt ihr das noch nicht gespielt? Das mache ich mal eben ein bisschen schärfer hier oben. Scharf, ne? Also heute habe ich es ja wieder. Und ich hatte mich so gut vorbereitet, weil ich dachte, der Ton, der funktioniert richtig. Und jetzt geht hier so einiges nicht. Also irgendwie, ich müsste wirklich mal irgendwie. Ups. Oh, das war meine Kamera. Oh Mann. Hey, das ist live. Live ist live. Oh Gott. Oh Mann. Moment. Jetzt muss ich erstmal wieder richtig hier alles einstellen. Also irgendwie ist der Hahn. Der Hahn, ja. Oh Gott. Jetzt ist hier alles. So, das üben wir noch mal. Ach, ihr seid. Das ist jetzt falsch rum. Jetzt habe ich es falsch rum eingespannt. So. Also. Ihr seid doch nur deswegen da, wenn das was schief läuft hier.
Hey, so nicht hier. So, das. Jetzt habe ich es hier wieder nicht scharf. Moment. Jetzt haben wir es wieder. Oh Gott. Also das ist heute hier. Machen wir hier heute Impro irgendwie. Impro-Stream. Ich krieg's nicht scharf. Es geht die Kamera nicht mehr so. Einen Moment. Irgendeine Werbung. So. Ich habe aus Versehen irgendeine Werbung auch angemacht. So. Alles hier Profis. So. Jetzt geht's aber. Ja, ne? Ich glaube, jetzt haben wir's. So, damit können wir arbeiten. Ich hoffe, ihr seht das alles. So, hab ja hier meinen Kontrollbildschirm. Da sehe ich das ja, dass es geht. Also, hier haben wir jetzt das erste Kapitel und das erste Spiel. Und ich sehe gerade, der Basti hat geschrieben, er hat das große My City gesockt, war nicht so meins. Er wollte es nicht testen. Okay. Ja, dann weißt du ja schon, worum es geht. Es ist eigentlich ein ziemliches ähnliches Spielgefühl, würde ich mal sagen. Nur, dass wir halt hier Würfel haben. Ja, das sind die drei Würfel, mit denen wir arbeiten. Und wir würfeln quasi mit den zwei blauen. Die werden dann hinterher zusammengesetzt. Hier, das sind so graue Punkte. Die setzen wir zusammen. Und dann sehen wir, was wir einzeichnen müssen. Das sind also quasi unsere Puzzleteile, die würfeln wir. Und dieser Würfel, der zeigt dann immer, wie dann quasi ja, das Gebäude ist, ne? Entweder man malt es aus oder man schraffiert es oder man macht hier so Kreuzchen. Und dann gibt es auch noch hier diesen Zirkel. Der hat aber erst später, ich glaube im vierten Kapitel, in dem zweiten Kapitel, also im vierten Spiel, da fängt man erst damit an zu arbeiten. In den ersten Spielen noch nicht. So, hier haben wir dann, wie bei dem großen My City, haben wir auch hier wieder die Landschaft. Und wir haben Bäume, wir haben Steine. Bäume und Steine dürfen wir überbauen. Wir bekommen aber, wenn wir die Bäume überbauen, dann kriegen wir weniger Pluspunkte. Steine müssen wir überbauen, ist sogar besser, weil Steine, die stehen bleiben am Ende, die geben Minuspunkte. Dann ist es so, natürlich hier diesen Wald und das Gebirge dürfen wir nicht überbauen. Der Fluss darf auch nicht überbaut werden. Wir dürfen aber da ansetzen. Wir müssen sogar das erste Gebäude müssen wir sogar ansetzen. Einen Fluss. Da startet man. Ja, wenn wir mal ein Gebäude nicht bauen wollen, dann können wir hier sechsmal Nein sagen und passen. Und dann haben wir dann jeweils die Minuspunkte. Ja, die Würfel sind, das sind leider nur so Kunststoffwürfel. Man kommt mit klar, aber ja, schön sind sie jetzt nicht so. Also, die hätte man vielleicht andere nehmen können. Ich weiß nicht, warum das so genommen wurde. Sind leicht, die Würfel, aber ja, also ich sag mal, bei so einem schönen Block, die Blöcke sind alle sehr schön. Da ist natürlich das mit dem Würfel schade, ne? Also hier haben wir auch die anderen Blöcke, die sind alle, das mögen wir ja, diesen Stil hier. Das mögen wir eigentlich ganz gerne. Die sind gut gemacht, die Blöcke. Aber ja, das passt jetzt nicht ganz so, dieser Kunststoff. Aber wir kommen klar damit. Macht dem Spiel jetzt nicht zum Abbruch. Also das Spiel ist ja trotzdem schön. Ja. Genau. So, also, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach.
Es ist dann so wie bei allen ja, Spielen oder vielen Spielen. Man hat natürlich so eine Punkteliste, was man halt hier beim Solospiel erreichen sollte, um dann halt ja was zu sein. Von Landstreicher zu Ehrenbürger gibt es mehrere Stationen, die wir erreichen können. Das wird aber dann fürs ganze Kapitel zusammengezählt. Das heißt, wir spielen also 3 Zettel. Also Spiel 1, 2, 3 und dann die Summe hinterher, das ergibt dann quasi das Ergebnis, was wir da vergleichen können. So, ich würfel dann einfach mal. So, jetzt habe ich hier ein gestricheltes Gebäude und jetzt setze ich die beiden hier zusammen. Ja, das ist ein Zweier. Und das darf ich jetzt an dem Fluss, muss ich starten. Ich setze das jetzt einfach mal hier hin. Das heißt, ich mache hier diese Kästchen. Man soll das nicht bis zum Ende ausfüllen, damit man hinterher noch die Gebäude zählen kann. Jetzt hier ist es noch nicht so wichtig, aber wenn beim späteren Spielen ist es halt wichtig, dass man die Gebäude zählen kann, wegen den Punkten. Ne? Hier jetzt noch nicht. So, jetzt hier kommt jetzt gestrichelt. Und dann geht es schon weiter. So. Jetzt habe ich hier ein Quadrat und einmal ein gestricheltes. Jetzt muss ich das ansetzen an dem. Das ist auch eine Regel, dass man natürlich wie beim großen Spiel, dass man da ansetzen muss. Ich setze das jetzt hier hin. Und dann kommt hier meine Kreuzchen hin. So. Jetzt habe ich hier so ein Einser gestricheltes. Das mache ich jetzt einfach mal hier hin. Dann habe ich die Steine schon weg. Ja, die Würfel, die sind leise beim Würfeln, ne? Dadurch, dass die so leicht und aus Kunststoff sind, ist das Einzige, dass die halt leiser sind beim Würfeln. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. So, dann habe ich jetzt hier diese Form und ein Gebäude, was ausgefüllt ist. Hier bei dem Blatt ist es noch egal, wie ich das mache. Später bei anderen Blättern wird es auch wichtig sein, dass ich die Gebäudearten ja, in Gruppen halte quasi. So. So, wie gesagt, hier hat das noch keine Bedeutung, erst später. Jetzt kommt hier dieses gestrichelte 2. Das mache ich dann hier hin. So. Und jetzt haben wir einen ausgefüllten Einser. Den setze ich hier hin. So. Ziel ist es natürlich, so viel wie möglich ausgefüllt zu haben und keine leeren Felder zu haben. Hinterher bekommt man nämlich für jedes leere Feld Minuspunkte noch. Ne? Das ist noch ganz wichtig. So, jetzt habe ich hier einmal wieder so ein Dreieck, sage ich mal. Und ein Kreuz. Das setze ich hier oben hin. Die Bäume will ich ja stehen lassen, damit ich auch die Punkte noch bekomme. So, jetzt habe ich hier wieder dieses L und gestrichelt. Das passt hier ganz gut hin. Da habe ich die Steine auch weg. Einmal. So, weiter geht's. Ups. Der Würfel wollte wegrollen. Jetzt haben wir wieder 2 und ein Kreuz. Den setze ich mal hier hin.
Und das ist wieder ein so ein L und schraffiert. Das setze ich vielleicht dahin. Ja, habe ich hier die Steine wieder weg. Ist eigentlich auch sehr schnell selbst gespielt, das Spiel. So. Na, jetzt hat das geklappt mit den Subscribe. Ist das jetzt schon später gekommen oder hast du es jetzt erst gemacht? Okay, aber jetzt habe ich auch einen Ton gehabt. Jetzt funktionierte das irgendwie. Oder kommen jetzt die Töne von vorhin? Okay. Ich habe es auf jeden Fall im Ohr gehört. So, jetzt habe ich hier, das setze ich hier hin. Ups, Moment, so. Dahin und schraffiert. Und dann wieder ein L und ein Kreuz. So. L und ein. Ah, das komme ich doch hier hinsetzen. Das passt doch dahin. Und Kreuze. So. Vielleicht den Zettel mal ein bisschen weiter hochlegen, damit ihr mehr sehen könnt. So. Und dann habe ich wieder hier dieses kleine Eckding und wieder schraffiert. Jetzt habe ich die Kamera so eingestellt, dass das hier hinten ist. Das ist viel zu weit zu weg. Aber egal, geht schon. Geht schon. Jetzt spiele ich nicht an der Kamera rum. Ich bin jetzt ganz froh, dass die richtig fest eingestellt ist. So, 2 und schraffiert. Das mache ich hier hin. Das sieht doch gut aus. Dann brauche ich nicht an die Bäume dran. So, eine 2 mit Kreuz. Ja. 1, 2. Genau, da hat Thorsten gerade eine richtige Frage gestellt. Welches Roll and Ride spielt ihr denn gerade ganz gerne? Spielt ihr überhaupt Roll and Ride? Das ist die andere Frage. So, einmal ein Kreuz. Und dann haben wir wieder ein L. Das setze ich hier hin. Jetzt wird es langsam voller. Kreuz und 3. Das setze ich. Ach nee, da kann ich es ja gar nicht hinsetzen. Ich muss ja anliegend sein. Wäre ich beinahe drauf reingefallen hier. Dann mache ich es hier hin. 1, 2, 3. So. Dann einmal ein Quadrat. Ja, das ist jetzt, da mache ich mir viel zu viel kaputt. Ich bräuchte hier eigentlich 3, 2 und 3 und eine 1. 1, 2, 3 brauche ich, aber das nicht. Da werde ich jetzt einmal passen. Das heißt, hier kriege ich schon einen Minuspunkt, aber das macht nichts. So, jetzt habe ich wieder ein Kreuz und 2. Kann ich hier hinsetzen. 1, 2. So, eine 1. Das ist gut. Das kriege ich hier meine Steine weg. Kann das ausfüllen. Brauche ich noch so eine. Na, Vierer brauche ich nicht. Das ist wieder das Falsche.
Also auch nicht dieses L brauche ich auch nicht. Ich könnte es hier oben hinsetzen, aber dann habe ich zwei Bäume weg. So oder so kriege ich zwei Minus, wenn ich passe. Ich werde noch einmal passen und gucken, was ich würfel. Schauen wir mal. Ja, das ist doch schon mal gut. Eine 2 und Kreuze. Wobei ich eigentlich mehr brauche, sehe ich gerade. Ja gut, ich mache jetzt hier. Dann sind die Steine weg. Jetzt brauche ich eine 1 oder so ein 3. Weg. Tja, wieder was Falsches. Passe ich. Dann kriege ich jetzt schon minus 3 Punkte. Ach, ich passe noch einmal. Egal. Okay. Dann, okay, das sieht jetzt gut aus. Gut, dass ich noch mal gepasst habe, weil mit dem kann ich hier schon mal wieder was abdecken. Jetzt fehlt mir nur noch das eine Feld. Und jetzt lasse ich das Ganze. Und jetzt mache ich mal die Abrechnung. Beziehungsweise, man darf ja einmal würfeln und dann entscheiden. Das werde ich auch machen. Vielleicht würfel ich ja doch noch ein 1. Also noch einmal würfeln. Das ist zu viel. Da will ich nicht mehr. Ich bin raus. So, und jetzt zähle ich einfach zusammen. Hier habe ich ja minus 3 Punkte. Jetzt habe ich hier bei den Bäumen, habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Bäume. Die Doppelbäume zählen auch doppelt, ne? Dann Steine habe ich keine da. Das kann ich wegstreichen. Ein leeres Feld habe ich, ne? Da, wo die Bäume sind, das zählt nicht als leeres Feld. Nur wirklich ein leeres Feld zählt als leeres Feld. So. Jetzt habe ich, ja, da habe ich 18 Punkte, minus 4, das sind 14 Punkte, die ich jetzt im ersten Spiel gemacht habe. Und ja, die Zettel sind doppelseitig, also hier ist nochmal das erste Spiel. Man müsste jetzt das zweite Spiel nehmen. Wo haben wir es? Ja. So. Spiel 1, Spiel 2. Das wäre dann das zweite Spiel. Da kommt dann die nächste Aufgabe oder die Schwierigkeit, die nächste kommt dann dazu. Also es baut sich ja langsam auf, wie ich gesagt habe, ne? Jetzt haben wir hier nämlich als nächstes, dass man dann die Punkte für die Anzahl der Gebäude in der größten Gruppe bekommt. Jetzt muss man also wirklich gucken, dass man die Gebäude, die man baut, die gestrichelten und die ausgefüllten oder die hier, die mit dem Kreuz, dass man die halt in einer Gruppe baut, so gut es geht, dass man eine größere Gruppe zusammenkriegt, damit man auch Punkte bekommt. Ach, hallo Spieltreffenverteiler. Okay, ja, Terra Nova haben wir noch nicht gespielt. Und Basti ist neidisch? Warum bist du neidisch? Wegen Terra Nova? Vom Spieletreffenverteiler oder weshalb bist du neidisch? Ach so, deshalb. Okay. Ja, die Neuheiten, die kommen ja jetzt so nach und nach überall. Ja, da sind wir auch gespannt. So, das ist das Erste. Dann haben wir jetzt hier, so, da haben wir jetzt das Zweite. Und da ist es jetzt so, wie gesagt, hier muss man jetzt die Gebäude ja, passend halten. Und dann schauen wir mal weiter.
Hört ihr das Klimpern? Also das hört sich auch anders an als andere Würfel. Merkt ihr das? Und die sind größer. Ich muss zwei Hände nehmen dafür. Okay. So. Also. Aber dafür sind die natürlich hier Internet geeignet, die Würfel, von der Größe her. Das kann man ja nicht sagen. Ne? Also da, ihr erkennt, was ich würfel. Ne? Das ist eine positive Sache. So, also ich muss jetzt wieder hier am Fluss anfangen. Das heißt, eine 1 am Fluss. Ich fange hier unten ganz in der Ecke an. Da mache ich da mein gestricheltes Häuschen hin. So. Und weiter geht's. So, genau. Dann habe ich jetzt ein Gebäude mit einem Kreuz und zwei. Ja, möchte ich jetzt hier eigentlich nicht weitermachen. Ich weiß jetzt nicht, was ich weiterwürfe. Ich werde jetzt einfach hier das hinsetzen und hoffen, dass ich mich richtig entschieden habe. So, da kommt dann das hin. Und dann schauen wir mal, was weiterkommt. Am Anfang ist man ja noch recht flexibel. Jetzt kommen die ganzen Einser. Was soll ich denn damit? Das ist ja... Nein, nicht fluchen. Das bringt mir gar nichts hier. Das ist Grütze. Grütze, Grütze. Okay. Ja. Egal. Wird vielleicht noch besser. Schon wieder eine 1. Was ist das denn? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ganz schlechter Würfler bin. Okay, den setze ich dann hier hin. Jetzt reicht es aber. Und nachher fehlen mir die Einser. Ich werde es schon sehen. So, genau. Und wieder eine 1. Ich habe schon wieder eine 1 gewürfelt. Will mich hier jemand veräppeln? Das ist... Okay. Das ist der Vorführeffekt hier. Ich hoffe, jetzt reicht es. Das ist ja... Ah, jetzt geht's wieder los. Jetzt ist wieder normal. Der Einser-Fluch ist gebrochen. So, jetzt habe ich jetzt hier gestrichelt. Ein Vierer. Den setze ich hier hin, weil einen Einser kriege ich bestimmt nachher wieder. Wie ich mein Würfelglück heute kenne hier. So, gestrichelt. Weil so habe ich ja schon eine Dreiergruppe hier, ne? Gibt dann nachher schon mal gut Punkte, wenn ich das jetzt weitermachen kann mit den Gestrichelten da. Und schon wieder. Ja, ich habe schon wieder eine 1 gewürfelt. Tja, den setze ich jetzt hier hin. Das ist ja... Ja, so viel Einser habe ich noch nie gewürfelt. Ich habe schon 5 Einser von 7 Mal würfeln. Genau, so dauert die Partie länger, wenn ich nur Einser würfel, aber... Jetzt habe ich ja mal was anderes wieder. Und das Gestrichelte, das ist gut, das setze ich dann hier an. Hab dann wieder Steine weg. Kann dann wieder stricheln. So, weiter geht's. Das ist wieder ein Kreuz. Und wir haben wieder so ein Vierer. Wenn ich den hier hinsetze, ist doof. Da habe ich die Bäume überdeckt. Auf der anderen Seite will ich mir hier auch nichts kaputt machen. Okay, ich werde die jetzt einfach überbauen, die Bäume. Und hoffen, dass mir die Punkte nachher nicht hier woanders fehlen. Ja, machen wir so. Ausnahmsweise. So. Das ist jetzt einmal ausgefüllt wieder. Ups, wollte ich nicht umdrehen. So. Wieder ein Quadrat. Ja, das ist wieder... Mist. Mist, Mist, Mist. Also jetzt würfe ich nur Mist. Das,
Ihr seht ja, ne? Also ihr habt jetzt vielleicht, der ein oder andere hat ja vielleicht schon mal öfters bei mir hier reingeschaut im Stream. Und ich, wenn ich Würfel spiele, ich habe nur Mist. Nur Mist. Okay. Dann setze ich den da hin. Ne? Immer angrenzend an den letzten Gebäude. Weiter geht es dann. So. Dann haben wir was Gestricheltes wieder. Mal zusammensetzen. Also hier die grauen Punkte werden immer zusammengesetzt. Und jetzt habe ich hier so wieder so ein L. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber auch nur eigentlich. Okay, ich werde das hier hinsetzen. Das ist ein Vierer. Ja, ich setze den hier hin. Dann habe ich zumindest die Steine weg. Sind zwar jetzt nicht verbunden, aber vielleicht wird da hier noch so um die Ecke irgendwann später eine Verbindung sein. So, da habe ich jetzt einen Zweier mit Kreuz. Das ist gut, das kann ich hier oben hinsetzen. Das passt. Okay, weiter. Jetzt ein Kreuz. Wieder, das ist hier oben gut. Ne? Da habe ich hier oben, seht ihr, da habe ich die Steine. Und die kann ich jetzt damit abdecken. Und wieder Kreuzchen. So. Dann Kreuz. Und ja, das sieht doch gut aus. 1, 2, 3 und das. Ne? Dann mache ich das hier hin. 1, 2, 3. So. Das sieht ja schon gut aus. Also ich habe viele Kreuzgebäude hier. Ich weiß gar nicht. Die Gebäude haben alle Namen. Habe ich mir jetzt aber nicht gemerkt. Jetzt haben wir noch ein ausgefülltes Zweier. Das setze ich dann hier hin bei dem anderen ausgefüllten. Und da haben wir wieder ein gestricheltes Dreieck, sage ich mal. Das setze ich hier hin. Ich hoffe, dass ich hier und da noch Einser kriege. Jetzt fehlen mir die Einser, aber die kommen bestimmt noch. Oder ich habe die schon am Anfang verbraucht. Das kann natürlich sein. So, dann haben wir hier ein Kreuz wieder. Kann ja jetzt nicht noch wieder Bäume überbauen. Tja. Ich passe. Das will ich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Also nochmal. Hier haben wir wieder gestrichelt. Und ein L. Gestrichelt und L. Das geht hier hin. Genau. Das haben wir hier. Strichelt und ein L. Gut, gefällt mir. So, ja, hier, das hat wieder keine Bedeutung. Und hier haben wir ein Zweier gestrichelt. Den setze ich jetzt hier hin. Wird hoffentlich noch mal einwürfeln. Na, gestrichelt und ein Dreier. Das passt da aber nicht so wirklich. 1, 2, 3. Dann werde ich wieder irgendwas überbauen müssen. Ist egal. Ich mache das jetzt hier hin. Einmal stricheln. So. Weiter geht's. So, wieder ein ausgefülltes. Aha, die ausgefüllten Gebäude sollen Wohngebäude sein, die schraffierten gewerbliche und wie mit einem X sollen öffentliche Gebäude sein. Ja, so genau so war das.
So, durchgestrichen, nicht Quatsch, ausgefüllt. Ausgefüllt. Passt mir gar nicht. Ich habe diesmal auch gar nicht so gut gemacht hier alles. Okay. Den setze ich hier hin. Ich muss ja auch die freien Flächen, muss ich ja auch wegbekommen. Oh, hier habe ich eine 1 mit Kreuz. Das ist doch gut. Wobei ich ja eigentlich hier eins, ja doch, hier kann ich es hinsetzen. Mit Kreuz. Gut, gefällt mir. Jetzt hätte ich noch eine schraffierte 1. Na, eine 2 mit ausgefüllten. Das kriege ich hier hin. Okay. Das sieht doch schon gut aus. Oh, jetzt habe ich was Großes geworfen. Das ist jetzt gar nicht mehr zu gebrauchen. Nee, da passe ich. Das ist mir zu viel. Also mit 2 ausgefüllt. Den setze ich hier oben hin. Und jetzt haben wir ein L aus, gekreuzt. Das passt hier hin. Da soll ich es nicht machen. Weil wenn ich das jetzt dahin mache, ich weiß nicht, ob ich noch eine 1 würfel. Ich müsste ja hier eine 2, hier eine 1 noch haben. Dann noch nur 1. Ist egal, ich mache das jetzt. Ich werde ja wohl noch eine 1 würfeln. Mindestens. So, hier haben wir eine 2 gestrichelt. Die wollte ich ja auch haben. Die ist hier oben sehr gut. Okay. Und jetzt haben wir hier noch, ja, jetzt ist die Frage, passe ich, bleibe ich? Ich habe jetzt hier oben noch da ein Lernfeld, aber hier habe ich Steine. Und die Steine bringen mir auch minus, es sind 2 Steine, minus 2 Punkte. Wenn ich jetzt aber noch mal würfel, kriege ich da auch mehr Minuspunkte. Ich denke mal. Ja, werde ich jetzt noch eine 1 würfeln? Ich kann eigentlich jetzt nur eine 1 gebrauchen. Guten Abend, Natuk. Ja, ich denke mal, ich passe. Also ich werde jetzt das, wo ich darf ja würfeln. Ich darf ja einmal würfeln und dann darf ich ja entscheiden. Dann mache ich das. Okay, nee, den Wurf nehme ich nicht. Ich bin draußen. Das heißt, ich rechne das jetzt einmal zusammen. Ich habe jetzt hier, so, ich fange jetzt hier mal an, da habe ich ja die minus 2 Punkte. So, bei Bäume, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäume, das sind 8 Punkte. Dann habe ich 2 Steine hier oben, das sind Minuspunkte, minus 2. Leere Felder habe ich 1, 2. Und jetzt muss ich die größten Gruppen zählen quasi. Und fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist 1, 2, 3. Hier ist die größte Gruppe. Das heißt 3 Punkte. Bei dem Schraffierten ist ein bisschen mehr geworden. Da habe ich, die sind ja irgendwo hier verbunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. Und beim dritten, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebäude. 8 Punkte. So, und jetzt zählen wir das mal zusammen. Das macht, boah, da habe ich ja überall Minuspunkte, dann nur 2, sind 10, 19, 22 Punkte.
22 Punkte. So, das muss ich jetzt gleich mit dem anderen zusammenzählen, mit dem ersten Zettel. Bei dem ersten hatte ich 14. Jetzt kommt noch der dritte. Das dritte machen wir dann auch noch, damit wir auch die Punktzahl richtig haben hinterher. So, hier ist dann Spiel 3 hier hinten irgendwo. Dann nehmen wir das mal raus. Ja, die Tickets für die Spiel, die wurden verlost. Da sind dann die Kommentare genommen, die unterm Interview von der Spiel auf YouTube waren. Und da haben wir die verlost, genau. Und die haben wir dann beim Stammtisch verlost. Was aber noch zu gewinnen ist, wir haben beim YouTube, beim Stammtisch, haben wir noch Spiele gezeigt, die bei der letzten Verlosung nicht eingelöst wurden. Die werden auch nochmal verlost und da muss man Kommentare bei dem YouTube-Stammtisch Teil 2 hinsetzen. Ja, da gibt es noch was zu gewinnen. So, hier haben wir jetzt das dritte Spiel. So. Da geht es eigentlich ganz genau so wie die ersten zwei. Jetzt haben wir hier nur noch eine weitere Regelergänzung. Wir haben nämlich jetzt hier noch einen Brunnen dazu bekommen. Das ist der hier. Der ist einmal vorhanden in diesem Spiel, also auf diesem Zettel. Und da ist es so, da bekommen wir, wenn wir an diesem Brunnen 4 Gebäude hinbekommen, bekommen wir 4 Punkte. Ne, das ist also noch extra Punkte, die man kriegen kann. Wie ihr seht, hier ist auch alles ein bisschen anders verteilt mit den Steinen und mit den Bäumen. Und ansonsten hat es sich hier nicht groß geändert. Dann ist das so wie bei dem anderen. Aber das ist ja das, wie ich am Anfang gesagt habe. Das Spiel entwickelt sich, es kommt immer ein bisschen was dazu und so lernt man halt quasi, ne? Also kann dann Runde für Runde besser werden. So, jetzt geht das wieder von vorne. Und hier können wir hinterher dann Spiel 1, Spiel 2 und hier Spiel 3 zusammenrechnen. Und dann haben wir dann unser Ergebnis fürs erste Kapitel. Und dann können wir in der Liste gucken, was denn wir erreicht haben. So, dann weiter geht's. Ich würfel jetzt wieder. Jetzt habe ich eine 2 gewürfelt mit Kreuz. Für die, die neu dazugekommen sind und das Spiel noch nicht kennen, man fängt immer am Anfang hier am Fluss an. Und das erste Gebäude wird da hingesetzt. Und jetzt müssen wir die anderen Gebäude müssen immer angrenzend sein. So, der hat immer noch keine Bedeutung. Jetzt habe ich hier eine gestrichelte zum Dreieck. Das werde ich hier hinsetzen. Das geht. Und weiter geht's. Gestrichelt und... Hier setzt man die ja zusammen. Hier haben wir die beiden grauen Punkte. Und das ist eine L, also ein L gestrichelt. Das werde ich hier hinsetzen. Hallo Vampir. Schön, dass du da bist. So. Oh, Wassermarsch. Ja. Herr Prösterchen, ja stimmt, ich habe die ganze Zeit nicht getrunken. Ja, danke, dass ihr an mich denkt. Prost, Tanja Wasser. Da dann Prost. Thorsten ist es auch gerade zu Hause wieder. Jetzt bin ich nicht mehr allein zu Hause. Jetzt muss ich den Titel ändern. So. Also, dann, jetzt habe ich mich wieder selbst abgelenkt. Habe ich das jetzt schon gemacht? Gestrichelt, L, habe ich gemacht. Ja, gut. Ich lasse mich immer viel zu leicht ablenken. Das ist, da muss ich immer genau überlegen.
Also Kreuz und ich würfel wieder eine 1. Also ein Einserfeld. Setze ich hier hin. So. So, dann habe ich hier ein L und ein Kreuz. Das setze ich hier hin. Passt sehr schön, ne, weil ich ja hier diese Gruppenpunkte kriegen möchte. Und dann möchte ich die Kreuze auch dann zusammen haben. Ich sage mal die Kreuze. Die Kreuze waren, ja, öffentliche Gebäude, glaube ich, ne? Ich will es in der Nähe. So, weiter geht's. Der hat wieder keine Bedeutung in diesem Spiel jetzt. Und eine 1 gestrichelt. Also ich würfel heute sehr viele Einsen und wenig von diesen großen Dingern. Von diesen U-Formen. Also die gibt es ja auch noch. Komisch. Ja, da, wenn man vom Teufel redet, was habe ich denn jetzt hier? Ne, das ist wieder ein großes L. Mit so 4 Stück und ein Kreuz. Das ist gut. Das 1, 2. Doch 1, 2, 3, 4 und genau. Den setze ich hier hin. Dann habe ich schon den ersten am Brunnen. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir als nächstes ausgefüllt und dieses Dreieck. Muss ich irgendwo mit einer neuen Sorte anfangen? Dann, jo. Werde ich es hier machen. Ausfüllen. Und ein Zweier mit Kreuz. Den setze ich hier hin. Sehr schön. Dann habe ich schon zwei Gebäude an dem Brunnen. Das sieht schon mal gut aus. So. Ja, jetzt habe ich mal hier so ein U gewürfelt. Das ist auch nicht schlecht. Gestrichelt. Dann habe ich mal was Größeres. Das ist hier. Das ist gut. Da habe ich die Bäume wenigstens frei. Jetzt hätte ich gerne. Na, okay. Das wollte ich nicht haben, aber das nehme ich dann halt auch. Wo setze ich den hin? Jetzt muss ich mir wieder irgendwas kaputt machen. Den setze ich hier hin. Hab zwei Bäume, die ich dann vernichte. Ist halt so. Egal. Man muss das Gesamtwerk sehen. So, zwei und ausgefüllt. Die setze ich hier hin. Eins, zwei, drei. Gucken wir mal weiter. So, dann drei und gestrichelt. Drei und gestrichelt. Setze ich hier hin. So. Füllt sich ja langsam. Und jetzt wieder so ein L. Ist aber ein kleines L und gestrichelt. Das setze ich hier hin. In der Hoffnung, dass ich noch eine 1 bekomme. Ja. Eine 2 gestrichelt. Ja, die setze ich hier hin. Ich hoffe, ich kriege noch eine 2 gestrichelt. 2 gestrichelt, da habe ich doch haben wollen. Das ist gut. Dann einmal ein 4 und ausgefüllt. Sträflich setze ich das hier oben hin. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Der Stift wird langsam leer. So,
Dann gestrichelt und ein kleines Dreieck. Das setze ich hier hin. Ich werde, glaube ich, diesmal viele freie Flächen haben. Oh, eine 1 mit Kreuz. Das ist nicht schlecht. Auch wenn ich es hier oben nicht haben muss. Ist egal, da setze ich es hin, damit ich die freie Fläche wegkriege. Okay. Eine 2 ausgefüllt. Also, ihr müsst immer darauf achten, wenn ihr bei uns, das ist ja nicht bei der Verlosung mitmacht, dass ihr immer das richtige Hashtag benutzt, ne? Weil wenn ihr das richtige Hashtag nicht benutzt, dann findet die Suchmaschine das nicht, mit der wir das da auswerten. Die Suchmaschine nimmt immer das, was wir ja gegebenenfalls sagen. So, also 1, 2, 3 und 1. Einmal das. Okay, jetzt muss ich hier eine 3, eine 2 und eine 1 würfeln. So, gestrichelt. Nee, das nehme ich nicht, das passe ich. Da passe ich. Und jetzt hier, das kann ich auch nicht gebrauchen und ich passe nochmal. Okay. So, okay. Nein. Achso, ich muss ja passen. Streichen, das nehme ich. Kann ich eigentlich auch nicht nehmen. Das ist wieder so ein U. Mache ich mir jetzt hier die ganzen Minuspunkte. Ist egal. Ich hoffe, dass ich noch was würfel. Gestrichelt. Nee, kann ich wieder nicht gebrauchen. Jetzt ist die Frage. Ich kriege immer mehr Minuspunkte. Wenn ich jetzt hier, ja, noch, ich könnte jetzt noch mal passen sagen, oder ich sage, ich akzeptiere jetzt einfach, dass ich hier die nicht zubekomme. Aber dann bekomme ich will ja eigentlich noch die Punkte vom Brunnen bekommen, aber die kriege ich, das sind nur 4 Punkte. Das ist jetzt Hin- und Herrechnerei. Ich werde auch mal zocken. Ich werde noch einmal drauf gehen. So, ihr dürft so lange passen, bis ihr hier die Kreuze voll gemacht habt. Ne? So lange geht es. Und wenn ihr am Ende, also es ist immer so, es wird erst gewürfelt und dann dürft ihr entscheiden, passe ich oder bin ich aus dem Spiel draußen. Ne? Also ihr müsst es nicht nehmen, was gewürfelt wird. Aber es darf noch mal gewürfelt werden. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Glück. Ich habe jetzt noch eine 1 gewürfelt. Das gefällt mir sonst gut. Die werde ich hier oben hin machen. Also kann ich noch weitermachen. Ja. Das ist hier, wie ihr seht, wieder nicht gut gewürfelt. Kann auch einmal passen. Hab hier das Maximum an Passen erreicht, also minus 10 Punkte. Aber ich werde jetzt noch einmal würfeln und hoffe, dass ich irgendwas kriege, was ich gebrauchen kann. Das kann ich doch gebrauchen. Super. 1, 2, 3. Super. Ja, das hat sich dann noch gelohnt, weil ich hier noch mein viertes Gebäude an den Brunnen kriege. Dann kriege ich die 4 Punkte Gebäude. Gut. Man darf jetzt nicht die Minuspunkte gegenrechnen, ob sich es wirklich gelohnt hat. Ja, aber das ist gut. Ich kann jetzt noch einmal würfeln und dann kann ich entscheiden. Also das kann ich nicht mehr einsetzen. Deswegen bin ich jetzt raus und jetzt zähle ich meine Punkte. Also hier oben habe ich ja schon eingetragen, habe ich leider minus 10 Punkte gemacht, weil ich die ganzen, ja,
weil ich so oft gepasst habe, 6-mal, leider. Jetzt zähle ich hier die Bäume. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bäume. Das sind 8 Punkte. Hier oben habe ich aber auch 2 Steine noch. Das sind Minuspunkte. 2 Punkte minus. Und dann habe ich ja pro leeres Feld. Ich habe 2 leere Felder. Das sind minus 2 Punkte. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich ein paar Punkte hier kriege. Das größte zusammenhängende Gruppe an Gebäude von den durchgestrichenen, ausgefüllten. Das ist hier ein Zweier, hier ist auch Zweier. Also mehr als 2 wird es nicht. Dann haben wir noch die gestrichelten Gebäude. Da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das Geld auch noch. 9. 9 gestrichelte sind 9 Punkte. Und jetzt noch die mit dem Kreuzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und leider nur 8. Da oben, der ist einsam alleine. Das sind 8 Punkte. Und jetzt zähle ich zusammen. Also hier habe ich ja minus 10, 11, 12, also minus 14 Punkte. Plus 16 sind 2 Punkte, 4 Punkte, 13, 17 Punkte. Boah, das ist nicht, ich glaube, ich hatte bei der ersten Partie, habe ich glaube ich, mehr gehabt. So, dann werden jetzt hier die 17 Punkte eingetragen. So, jetzt nehme ich die anderen beiden Zettel von den Runden davor. Einmal Spiel 1 habe ich 14 Punkte. Spiel 2 habe ich 22 Punkte. So, und dann rechnen wir das mal zusammen. Das sind 20, 31, 33, 53. Habe ich mich also nicht verbessert, sondern verschlechtert? Ich habe es ja schon einmal mit Thorsten gespielt. Und als ich es mit Thorsten gespielt habe, da habe ich im letzten Spiel 30 Punkte gemacht. Ne? Da habe ich mich langsam gebessert, Runde für Runde. Und ja, jetzt habe ich mich verschlechtert. Was sagt denn das, das Zettelchen hier? Wo ist der? Schauen wir mal, was ich mit 53 erreicht habe. Also, mit 53, ach, da bin ich gar nicht so schlecht. Da bin ich hier oben. Ne? Also, wir fangen an bei 0 Punkte. Kann man 0 Punkte machen? 0 bis 9 Punkte ist der Landstreicher, Einsiedler, 10 bis 17, Hilfskraft, 18 bis 25, Geselle, Gesellin, 26 bis 33. Dann kommt der Meister, Bauinspektor. Und ich bin bei 53, bin ich Gemeinderätin. Na, immerhin, ne? Also so schlecht ist es ja dann nicht. Wobei ich schon bei der ersten Partie schon mal Bürgermeister war. Hab mich also verschlechtert. Hab aber auch, muss man ja sagen, ganz schlecht gewürfelt. War nur ein Probespiel, ja. Nee, es war ja schon das zweite Spiel. Es war ja kein Probespiel. Ich habe ja das schon einmal gespielt. Ja, also so gesehen habe ich ja schon gewusst, auf was ich mich einlasse. Und der erste Zettel ist, da habe ich mich ja verbessert. Da habe ich 14 und da hatte ich beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, nur 9. Ne? Also da habe ich mich verbessert. Nur halt die letzte Partie hier mit minus 10 Punkten, also mit diesen ganzen, das war einfach Mist, weil ich Mist gewürfelt habe. Aber das kann natürlich daran liegen, bei mir, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich ja mit Thorsten gespielt und ich habe ja nicht alleine gewürfelt, sondern Thorsten hat ja auch gewürfelt. Und da ich ja Mist würfel manchmal, ist das eigentlich immer ärgerlich, wenn man dann für sich selber würfelt und man nicht von den guten oder besseren Würfen der anderen profitieren kann. Das ist leider so. Aber wir wollen hier keine Ausreden suchen. Also ich habe mich verschlechtert. Nee. So.
Also das ist, da muss ich noch mal weiter üben. Aber gut, ich habe halt heute kein Würfelglück gehabt, muss man sagen. Und schalte ich wieder um. So. Also ja. Witzige 10. Ich wechsle, ja genau, ich habe wieder die Zähne gewechselt. Ah, ist halt lustig, was ich da so reingemacht habe. Ah ja. So, ja, das war jetzt quasi das erste Kapitel von My City. Und wie gesagt, es gibt insgesamt vier Blöcke. Die habe ich ja schon gezeigt, ne? Und es kommt immer was dazu, ne? Also es kommt dann hinterher noch Kirche, kommt eine Kirche dazu und eine Festung kommt noch dazu. Also man baut immer mehr dazu und es wird halt immer schwieriger. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn wir das spielen. Ich habe auch schon angefangen, wir haben hier noch das Laminiergerät leihweise noch von Brettspielfreunden hier. Und da habe ich auch angefangen, schon die ersten Zettel einzulaminieren, damit wir später das Spiel auch weiterspielen können, wenn die Blöcke aufgebraucht sind. Aber nur zur Hälfte, weil ich nur noch ja, die falsche Größe an Folien hatte. Das war dann ein bisschen ärgerlich, weil das so eine längliche Form hat. Und wenn man es einlaminiert, dann passt es nicht mehr wirklich in die Box rein. Da muss ich noch mal gucken, ob ich das vielleicht doch noch ein bisschen kleiner schneide, damit es auch laminiert reinpasst. Sonst, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Wenn ihr laminiert, und die Spiele passen nicht mehr in die Box rein, macht ihr die Box dann auch größer oder kleiner oder beziehungsweise zerschneidet ihr die Boxen dann und macht euch individuelle Kistchen oder so oder macht ihr da gar nichts? Ja, so. Jetzt gucke ich gerade mal. Eins, zwei, drei. Ich habe ja noch ein paar Sachen geändert hier. Da wollte ich eigentlich mit das gleich mal auch live testen, ob das funktioniert. Vorhin hatte ich ja Tonprobleme und manche Sachen funktionieren immer noch nicht vom Ton. Wie gesagt, es wird vielleicht noch Jahre dauern. Aber ich habe mir hier was eingerichtet. Ich wollte ausprobieren, ob das funktioniert. Nur weiß ich noch nicht, was. Jetzt muss ich mir erstmal noch eine zweite Seite aufmachen. Nee, da nicht. Da. Dann schauen wir doch mal zusammen uns irgendwas an. Und ich wollte einfach mal, ob das funktioniert mit dem, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich höre übrigens immer das Klicken von der Maus. Hört ihr das auch oder höre ich das nur? Ich habe das immer im Ohr. So. Dann schaue ich doch mal, was wir uns anschauen können. Hier, stopp. Also irgendwie muss ich da noch mal mit der Lautstärke irgendwas ausprobieren. Warum das noch nicht so funktioniert, keine Ahnung. ja, ich lasse mich überraschen, ob ich das demnächst ein bisschen besser hinkriege. Und ja, jetzt denke ich mal, war es das für heute. Und ich sage ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Zeit. Und ja, bis dann und tschüss. Anja von die Hausis. Tschüss.